Tyrannenhöhle gefährlich. Vielleicht alle sterben. Hör zu, wie schuldet ihr was? Oder Dex? Ja, klar. Willkommen zurück zu Let's Play. Chrono Trigger. Ja, in der letzten Folge ging es mit Margus in den Kampf. Und der gute alte Margus hat uns irgendwie, wie auch immer, in dieses Portal geschickt. Und jetzt sind wir in der Steinzeit. Aber schaut euch die letzte Folge an, damit ihr Bescheid wisst. Wir müssen jetzt in den Wald. Und ich war im Gebirge, da wurde mir gesagt, ich soll bitte nicht mehr da weiterlaufen, sonst bin ich wieder da oben. Und das ist falsch. Was ich gerade sehe, ist hier dieses Haus. Ich meine, da muss ich bestimmt nicht hin, aber das interessiert mich. Was ist das? Reptitenkino nehmen. Alle verletzen, die kämpfen. Was nun tun? Keine Ahnung. Reptiten Xelia folgen. Kein Glück. Wer kämpfen getötet? Hey, bin ich hier richtig jetzt, oder was? Xelia schuld. Alles kaputt. Reptiten dir folgen. Dorf ist verbrannt. Xelia schuld erkennen. Reptiten stark. Lange vor uns gelebt, schlau und wir verstecken. Aber Xelia sagen, zusammen kämpfen. Xelia noch kämpfen? Xelia kämpfen, wenn leben, gewinnen und leben, verlieren und sterben, Regeln und nicht ändern. Alter Mann atmen, aber tot innen. Xelia stark und große Worte führen, wir keine Macht haben. Doch, Macht haben, wir kämpfen und Macht kriegen. Xalia helfen, aber Dactyl brauchen, Dactyl geben. Dactyl brauchen? Zu Tyrannohöhle gehen oder Reptiten? Gefährlich. Xalia sterben wollen? Leben wollen, also gehen. Xalia okay, Dactyl geben. Gut, zu Dactylnest gehen. Wächter helfen, Acht geben Xalia. Danke, alter Mann. Du, aufpassen, Xalia. Okay, ich frage, Xalia im Team jetzt sein oder nix im Team sein? Nix im Team sein. Alter Mann, verarschen den Tex. Tex schlagen dich, wenn können, aber nix können, weil Schwert nicht auspacken hier. Tex sagen Tschüss. Sag mal, Tex, was ist mit dir los? Keine Ahnung, irgendwie musste ich so reden. Ja, ist das dann Dactylnest? Ja, aber sollen wir jetzt in den Wald oder Dactylnest? Ihr wisst doch selbst nicht, wo wir hin sollen. Okay, Dactylnest eben. Also sind wir doch hier richtig. Aber dann sind wir ja nicht im Wald. Naja. Also gut, auf und davon. Ha, oh ne, doch nicht. Das wollte ich gerade sagen, ja, wir sind direkt an ihm vorbeigelaufen. Aber das hat wohl doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also gibt's erstmal ein Gewitter. Und Froggy the Frog kann jetzt mal zuhauen. Oder zuschlagen. Hier gibt's Feuer. So. Und Flammewurf. Oh ja, das ist eine schöne Stadt. Wie komme ich jetzt auf Stadt? Egal. Nein, das war ein Fehler. Jetzt holt er sich den Stein, oder? Nee, doch nicht. Gut, kloppen, weiter kloppen, kloppen, kloppen. Ah, haja, geschafft. Weg mit diesem Gorilla. Oh nein, ein Vulkanausbruch! Vermaledeit! Ha, perfekt gemacht, Xelia. Oh jo, danke schön. Für mich ist es aber schon nichts weiter. Hier ist sehr gefährlich, wisst ihr Jungs. Also beeilt euch. Dürft keine Zeit verlieren. Ja, wir machen ja schon. Oh nee. Die haben uns gerade noch gefehlt. Also gut, schlagen wir zu. Ja, ganz genau. Hier hast du's. Besiegt. Und Choco, das war ein klasse Schuss, oder? Hey, was soll das? Nimm das, du Biest. Warum hält er so viel aus? Keine Ahnung, spür mein Schwert. Ha, beide besiegt. Aber auch nur dank unserer Schwäche, oder? Wie meinst du das? Ja, wir haben es geschwächt. Ach so, verstehe. Ha, ja, kann gut sein. Hoppidi, hoppidi, hopp, 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 hopp. Warum läufst du nicht? Warum springst du die ganze Zeit? Oh nein, weitere Steinviecher. Moment mal, gibt es nicht eine Doppeltech?
Gewitter auf alle. Los, Tex, das schaffst du. Ich hoffe doch. Gewitter. Alle aufgeweckt. Was war das? Vulkan. 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 So, Attacke. Und Harakiri. Ha, perfekt. So. Also schnell weiter. Ha ja, genau, los. Oh, nicht so schnell. Meine Beine tun schon weh. Ich brauche nur Aspirin. Sag mal, spinnst du, Celia? Wo willst du bitte schön hier eine Aspirin herbekommen? Ich darf doch bitten. Und nochmal. Gewitter. Ha, das zieht anscheinend bei diesen Viechern gar nicht so viel ab. Wow, was soll das? Jetzt wird er zu einem Vulkan. Hey, hey. Oh, scheiße. Du musst mir helfen, Freff. Ha, mit dem größten Vergnügen. Erstmal diesen blöden Vulkan besiegen. Ojo, ich kümmere mich um diese Gorilla-Affen-Gruftaffen-Schist. Warum heißt eine Schist und der andere Gruftaffe? Egal. Welcome to the highest. Los. Pam. Sehr gut. Ah. Und jetzt ein gezielter Schuss. Ajo, das hat gesessen. Na, nicht ganz, aber das wird sitzen. Zack. Haja, super. Du, Tex. Was ist denn, Silja? Ich brauche wirklich eine Aspirin. Aspirin-Komplex. Guck mal, da ist irgendwie ein Loch, oder? Egal, also ein Spalt. Ja, Silja, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht da. Kannst du mir das nicht besorgen? Hanoi, jetzt nicht. Oh, jetzt rede ich auch schon so. Oh nein, das sind schon wieder diese Flugviecher. Wir müssen sie sofort besiegen. Ja, los. Dann hilft mir aber. Mit dem größten Vergnügen. Ha! So. Und gezielter Schuss. Ja, sauber. Saubere Sache. Freff, pass auf. Ja, ja, ich mach ja schon. So, gut gemacht, Tex. Oh, danke. Aber jetzt müssen wir schnell zum Ducktail-Nest. Irgendwo muss doch Xalia sein. Oder etwa nicht? Ich weiß nicht. Wir sollten ursprünglich in den Wald. Moment mal, da vorne. Da vorne ist Xalia. Wow. Ein Dactylus. Hoi, das möchte ich mir aus nächster Nähe anschauen. Ja, nicht nur du, Celia. Tex. Du kannst unmöglich alleine gehen. Nein, Tyrannochöhle gefährlich. Vielleicht alle sterben. Hör zu, wir schulden dir was. Oder Tex? Ja, klar. Sie alle starke Freunde. Wir gehen alle zur Tyrannochöhle. Los geht's. Oh, geil. Wir brauchen aber noch ein weiteres Vieh. Oder bleibt eins daheim? Tja, wer möchte denn daheim bleiben? Celia oder Freff? Freff, bleib du mal daheim. Let's go! Dubchak, Dubchak, Dubchak! Geil. Wo müssen wir jetzt hin eigentlich, ey? Kann man überall landen, oder? Dubchak, oh, schaut mal, jetzt nochmal einmal hier im Kreis geflogen. Müssen wir vielleicht dahin? Reptitennest. Da müssen wir rein. Was ist los hier? Keine Ahnung, Celia. Oh, pass auf, da sind die Reptiten. Mir kommt es irgendwie bekannt vor. Hier waren wir schon mal. Müssen wir in dieses Nest fliegen? Nee, oder? Wir waren hier schon mal, das weiß ich. Oh, hier müssen wir hin, ey. Fetter Vulkan. Und da oben ist eine fette Baustelle. Und wir fliegen zur Baustelle. Tyrannohöhle, ja, da sind wir richtig. Wow, wow, wow. Hallöchen, Puppöchen. Komm her, hä? Schläge. Hä, hey, da ist eine Reptite. Pass auf, Schnelltick, sag, was du kannst.
Tja! Hast du gesehen? Das war meine Faust. Xalia, pass auf. Das Vieh greift dich an. Hier, nimm das. Ha! Ich bin schnell und wendig. Gegen mich hast du keine Chance, du blöde Gruftaffe. Was ist für eine Todesmusik hier? Jesus Christ. So, das war Headnut. Headnut! Ja, mein Kopf ist steinhart. Ha, ha, ha. Okay, perfekt. Das erinnert mich irgendwie an The Legend of Zelda A Link to the Past. Tempel Nummer 4 in der Schattenwelt. Nee, Quatsch, Tempel Nummer 3. Oder? Tempel Nummer 3, habe ich es richtig im Kopf? Zumindest der Tempel im Wald. Oh, da sind unsere Leute gefangen. Was wollt ihr hier? Wir Reptiten werden mit unseren Titten Milch abfeuern. Oh Gott, was sind das denn für eklige Dinger? Das sind Reptiten. Ihr müsst aufpassen auf die Reptiten. Okay, schnell. Fuchtelschlag und Sicheldingsbums. Sehr gut, Xalia. Oh, danke schön. Los, lass uns weitergehen. Okay, schnell weiter. Mich doch rein. Perfekt, hey, ihr Reptitenviecher. Hey, was machen? Laufe nicht alleine weg. Scheiße, Xalia kriegt schon so langsam eine Mario-Synchro. Ich muss aufpassen. So, die haben wir jetzt befreit. Machen wir wieder zu, dieses WC hier. Na, egal. Hey, ihr zwei Reptiten. Hallo, wir sind Straßengänger. Ja, ja, ja. Ach ja, pass auf. Ich habe den besten Schlag drauf. Und ich kann gut mit meinem Schwert umgehen. Tja, hast du gesehen? Schlag Nummer 2 hat gesessen. Sehr gut, Xalia. Boah, hier. Oh, was für ein leckerer Abgang. Die Affen! Affen nennst du mich? Oder uns besser gesagt? Na warte, ich kaufe ich mir. Ja, ich hab dir Tex. Haha, perfekt. Na wartet, dies darf nicht wahr sein. Tex, pass auf. Xalia, schnell. Wir brauchen deinen Schlag. Oh, 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 Kamehameha. Kamehameha-Pistole. Fingerpistole. So, jetzt hier, zack und zack und bam und Xalia, oder Silja, mach bitte den Rest. Perfekto. Perfekto, ey, Mario-Stimme, willkommen. Willkommen daheim, Mario. Oh, Kino. Ja, mach schon den Scheiß auf, ey. Hallo? Kino, wir können nicht helfen. Xalia! Kino weg, Xalia, die retten! Ja, mit so einem Sidekick kommen wir nicht weiter. Hm. Was machst du da drin? Leid tun, alles Kino schuld. Egal, Kino komme mit La Ruba Dörflern. Was soll ich tun? Ende setzen. Kino mitkommen. Kino nicht gehen. Wenn Xalia tot, Kino neue Chefin Igoka. Xalia. Xalia stark, nicht verlieren. Kino verstehen und etwas zeigen. Ja, Kino verstehen und wir machen erstmal hier die Scheiße wieder zu. Alter Schwede, der Knopf ist kaputt. Eine Äthermedizin. In einem Ei gefunden. Jesus Christ. Kino, wo bist du? Der Kino, der alte Sack. Du stark, ich schwach. Xalia, guter Chef. Tschüss. Ah, Kino, sehr guter Junge. Wohin? Links oder rechts? Schon wieder Mario, ey. Leck mich am Arsch. Okay, wir machen erstmal einen Cut. In der nächsten Folge geht es. Wobei, nein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Komm, ein Kampf geht.
So, der müsste ja, der hat eine Magieschwäche. Hey! Ach du heiliger Bimbam. Komm, jetzt kriegst du erstmal einen Rollo-Kick. Und du Feuer. Flammewurf! Ha ja, das hat gesessen. Aber ordentlich, du. Hey, die sind schon stark, ne? Der macht seine Fingerpistole. Und der darf nochmal feuern. Ey, der alte Schlawiner. Geh weg! Perfekt. Oh, nochmal Feuerattacke! Feuer ist sorry für den kleinen Huster von mir. Wie viel hält denn der aus? Komm, aber normaler Angriff reicht jetzt aus, oder? Ja, natürlich darfst du zweimal. Du Cheater, was hast denn du für eine Geschwindigkeit drauf? Na warte, hier nimm das. Jetzt sprich schon wie Silja. Ey, heute geht die Synchro durcheinander. Was soll das? Ha, ha, ha. Na warte. Hey, weg von mir. Alter Schwede, ey. Wenn jetzt Xali nicht den Rest macht, dann hau ich mal mit Magie rein. Wow. Okay, Magie. Magie ist vonnöten, sofern ich nochmal drankomme. Jetzt schnell, Feuer, ja. Terrasaurus, ey. Heiliger Bimbam. Ja, schön für die vielen Erfahrungspunkte, aber... Wow, das war jetzt eher Zufall. Aber hier geht's runter. Wow! Da wollen wir noch nicht hin. So, meine Lieben, erstmal heilen und dann machen wir einen Cut. Belebung. Okay, dann halt nicht. Tech, hat irgendjemand eine Tech so? Komm, wir können ja kurz tauschen, oder? Weil da kann ich mit Lilly immer kurz heilen. Oh, sorry. Ein bisschen durcheinander gekommen. Wobei, eigentlich kann ich das auch offscreen machen, merke ich gerade. Klar, logisch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis dann. Komische Dino da auf uns zu. Ja, der will nochmal Stress haben. Alles klar. Moment mal. Dies ist ein besonderer Ort. Hier wurde der große Niesbell besiegt.